Leute, da habe ich echt einen Dusel gehabt. Ich schaue auf die Uhr, aufs Datum, Ostermontag. Das heißt, der Event läuft noch. FNAF AR, ISA Event, go. Mit dem Klick auf einem Abo. Jetzt bin ich mal gespannt, also ich habe mal ein bisschen mich durchgelesen, was es so gibt. Also erstmal hier, zack. Ja, ich habe eine Sache schon eingesammelt, nur für den Fall, dass das Easter Event weg ist, habe ich mir zur Sicherheit Melted Chocolate Bunny Skin Köder mir geholt. Und BAM! Holen wir uns gerne mal die 25 Fast Coins. Und ja, das wurde ziemlich genervt mit den Ballons. Looten, also Farmen und so weiter und so fort. Kannst kurz zeigen, was passiert, wenn man die ganze Zeit... Nein, wenn man die ganze Zeit Nein macht. Warte. Ist da ein Ballon? Ist da ein Ballon? Also, Bunny! Oh ja, die haben jetzt mittlerweile Störsender beim Verlassen, das ist blöd rechts und Verlassen ist mittig. Das war, glaube ich, andersrum erst. Das hat mich ziemlich verwirrt, ich habe dann irgendwann mehr Fast Coins ausgegeben, als ich wollte. Und das ist auch ein Grund, warum ich FNAF auch gar nicht mehr so zocke. Einfach, das Farmen ist einfach total genervt worden. Das macht halt, nee. Es ist langweilig geworden. Dass du jetzt ewig brauchst, dass du... Da genau, Belohnungskiste. Bam, abholen. Pass auf. Oh, okay, wir kriegen sogar noch Fast Coins. Wow, ich habe 226. Lass uns mal in diesen Shop schauen. Melted Chocolate Bunny Skin. Schaut's mal da oben an. Sehr schön. Also, wir kriegen hier bliblablub. Ja, Köderpaket, I don't care. Geld, I don't care. So, Fotoautomat. Gab's das schon? Das gab's schon eine Weile. Für 2600 Fast Coins, by the way. Also, in Bestzeiten, also letztes Jahr, habe ich für 2600 Fast Coins, ich weiß nicht, 2 Stunden braucht, dann habe ich das gehabt. Das sieht echt aus, als hätte Bonnie, keine Ahnung, in eine Vico-Melle zu lang reingesteckt, weißt. So schaut das aus. 7,99, alles klar. Dann hast du noch am Osterskin Barney. Happy Easter. Sieht ja auch ziemlich cool aus. Interessant, dass der 1 Euro weniger kostet als wie der hier, aber egal. Und es gibt einen Barney Schokoladenskin. Und du hast Oster Barney Skin Köder. 600 Fast Coins und ich habe auch nur 226. Woohoo! Brauche ich nicht. Braucht keiner. Ja, also, 2600 Fast Coins sind 20,99. So viel brauchst du für den Fotoapparat. Ich sag jetzt mal nichts. Da ist die ganze Köder. I don't care. Was habe ich hier eigentlich alles? Oh, ich habe ja noch Balloon Boy Köder. Habe ich noch Toy Chica? Habe ich Frey Frostbear, Melted Chocolate Bunny? Ich will sagen, wir usen das. Was ist Cursed Köder? Müssen wir uns vielleicht mal den Cursed Köder mal anschauen. Was wird zunächst halt geben? Teile, wow, Reststoff, wow, langweilig. Okay! Wahrscheinlich ein Gefühl 20 Stunden, warte, was ist auf? 4, 8, 12, 16, ja, in 20 Stunden, knapp 20 Stunden, würde ich mal wieder einen Köder kriegen. Wowzers! Schauen wir mal, wie viele Batterien habe ich denn eigentlich? Nachdem es jetzt Wayne ist... Ach komm, egal. Ja, was? Achso, ich habe nur eine extra Batterie, okay. Wo ist dieser Mikrowellen-Barney? Wo ist der hin? Oder wo? Oh, ich habe hier voll den Nebel, weißt du? Nebel des Grauens habe ich hier. Wow! Das ist exciting! Wo ist der? Das hüpft er wahrscheinlich gleich auf der Karte, weißt du? Ah! Da! I haven't gefunden it! Mit diesem Magnet. Jetzt kommt er langsam her. Jo, jetzt kommt er her. Jetzt will er es wissen. Der olle Hase. Soll ich schon? Oh, sag jetzt nicht, der ist weg. Sag jetzt nicht, Habe ich jetzt zu viel gequasselt? Oh, sag nicht, der ist weg. Das wäre ein bisschen förderlich. Ja, Reststoff, I don't care. Habe ich jetzt echt zu viel gequasselt? Oh, ich glaube, der ist weg. Ja, das ist nur der Freddy. Und da habe ich nur meine ganzen Dinger weg. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gequasselt. Ich habe zu viel Blabla gemacht. Ja, siehst du, jetzt kriegst du wieder Teile ohne Ende. Das ist jetzt ein bisschen beschämend. Ich hätte gleich draufdrücken sollen. Das ist jetzt extrem blöd. Oder hat er sich versteckt? Hat er sich versteckt? Ne, das sind nur Fragezeichen. Ist da was? Ich glaube, ich habe ein kleines Problem.
Ja, nicht nur ein kleines, ich habe ein blödes Problem, denn er ist weg. Er ist komplett weg. Ich habe zu lange gebraucht. Halt, nein! Oh! Da ist er! Melted Chocolate Bunny! Begegnung! So. Ha, das bin ich! Okay. Here we go! Here we go! Wo ist er? Wo ist er? Soll aber kurz Weg machen. Da ist er. Ah! Oh, hä? Was? Wie? Der war nicht unsichtbar? Wieso war der nicht unsichtbar? Wo ist er jetzt? Wo ist er? I don't get it! Halt! Jetzt ergreift er mich! Ich hätte ihn kriegen können, aber ich war... Ich war zu schwach! Ich habe ihn einfach nicht mehr sehen können, weißt? I don't get it! Ja, und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch keinen Köder mehr holen. Ich meine, du kannst dir für 10 Euro das Paket holen mit 3 Köder, 3 extra Batterien und den Skin. Wowzers! Ist das toll. Normalerweise will ich ja bei FNAF eigentlich nur Videos machen, wenn ich genügend Köder habe und so weiter und so fort. Und es sind halt... Ach nee, das ist Easter Bunny Skin Köder. Ah, alles klar. Ah nee. Ja, du kriegst für jeden Skin kriegst du Köder. Hier hast du Melted Chocolate, da hast du Schokoladen Bunny Skin und da hast du Oster Bunny Skin. Also 600, 12, 1900 Fast Coins brauchst du, um dir jeweils 3 Köder insgesamt holen zu können. Weiß schon. Das ist ein bisschen nö. Das war nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Aber wie gesagt, ich will halt das hier einfach nicht mehr machen. Ganz Zeit immer die Freizeichen scannen in der Hoffnung, dass ich Fast Coins kriege. Siehst du jetzt, das ist das Problem. Ich glaube, die haben das so genervt, dass jetzt, sagen wir mal, in 10 Ballons, in 10 Stück sind ungefähr bei 8 Stück Teile drin. Es war sonst umgekehrt. Naja, nicht ganz umgekehrt. Es waren, lass mal überlegen, bei 10 Ballons waren, glaube ich, 5. Davon mit Fast Coins. Also überleg mal, ich habe das damals wirklich gefühlt 4-5 Stunden gemacht am Stück. Da kamen schon ein paar Fast Coins zusammen. Ich teste meine Theorie gerade nochmal. Aber ich denke. Chica. Ja, Chica denke ich nicht. Ich meine, es ist gerade schön, dass viele Fragezeichen kommen. Aber wie gesagt, das ist halt der Grund, warum ich einfach absolut keinen Bock habe auf FNAF AR. Weil das Farmen so genervt wurde, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Und B, will ich auch kein Money einsetzen dafür. Dafür zocke ich es einfach nicht. Und ich sehe, es sind Sinn nicht da. Jetzt hat es keine Ahnung mehr, 1000 Fast Coins zu holen, nur dass ich jetzt ein Video damit aufnehme. Ich sehe den Sinn nicht. Ich zocke es privat nicht. Weiß nicht. Ja, siehst. Die Chance, dass du Ballons kriegst, ist so marginal gering. Es ist blöd. Ja, komm. Egal. Ich würde sagen, dann lasse ich es ja jetzt auch gut sein. Ich behalte mal die Köder vielleicht noch hier, weil wer weiß, vielleicht nutze ich die irgendwann, vielleicht habe ich irgendwann mal Verwendung. Weil wir haben schon noch einige, sehe ich gerade. 8-Bit Baby haben wir, Woodland Toy Freddy, Ballora, Jacko Chica, Jacko Bunny, Katrina Toy Chica, Plush Trap, Golden Freddy, Swabaloon Boy, Black Eyes, Frostbear, Arctic, oder? Nee, doch, Arctic. Arctic, Ballora Skin, Frostbite, Balloon Boy, den wir übrigens haben, also ich brauche den Köder nicht mehr einsetzen. Curse-Köder, ja, erscheint Curse auf der Karte, das ist sehr schön. Freddy Frostbear, Toy Chica, Balloon Boy. Ich hätte aber noch mal gerne Dingerich, aber du wirst ihn nicht mehr kriegen. Also so schön. Also du kriegst ihn schon, den Chocolate, Melted Chocolate Bunny Skin, aber entweder du investierst Geld, oder aber du wartest halt noch eine Weile, bis du hier noch mal den Köder kriegst. Gibt's den noch mal? Es gibt extra, ja, es gibt noch mal einen. Alter, wie viele Stunden musst du da theoretisch warten? Pass auf, das waren 20, habe ich gesagt. 4, 8, 32, 36, 40, 42 Stunden, also nach 42, knapp 42 Stunden hast du insgesamt dann 2 Köder.
Nee, das ist mir exakt nicht wert. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Also ihr habt zumindest den Chocolate Bounty Skin gesehen. Das ist mehr, als wie ich es sein kann. Schade, dass ich ihn nicht gesappt habe, aber egal. Ich konnte es euch zeigen. Damit werde ich das Video auch für heute beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Ostermontag. Und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann.